Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir sind hier immer noch auf der Insel, die Insel des Nebels. Und wir werden der Gnädigen hier helfen, ihre Blutrache gegenüber, oder sagen wir so, mit von zu ihrer Familie hinzubekommen. Und ja, wir fragen gleich mal blöd weiter, was denn mit ihrem Ehemann passiert ist. Du warst verheiratet? Was ist passiert? Mein verstorbener Mann Daniel war der beste Fischer, den diese Insel je gesehen hat. Er hat mit seiner Crew am liebsten beim Leuchtturm von Brooks Head gefischt. An einem Tag, den ich nie vergessen werde, sah ich Dennis Boot kommen. Die Crew in wilder Aufregung. Ein paar Fallensteller hatten sich im Leuchtturm eingenistet, sicher auf Anweisung der Insel. Sie sind verrückter als ein Sack voll Maulwurfsratten. Ihr Anführer hat ein paar Zielübungen gemacht und Danny einfach zwischen die Augen getroffen. Hol dir den Dreckskerl, lass ihn dafür bezahlen, dass er der Insel gedient hat. Da kannst du sicher sein. Leuchtturm von Brooks Head. Wo ist der? Komme ich zum Leuchtturm von Brooks Head. Er ist südwestlich der Stadt, nahe dem Steinbruch. Ich danke dir. Ich lasse den Fallensteller zahlen. Ich lasse den Fallensteller zahlen. Wunderbar. Denk dran, die Fallensteller sind zwar nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber Waffen können sie noch benutzen. Das macht nichts. Wir sind schon mit Schlimmerem fertig geworden, aber diese Bastarde, die werden sterben. Kannst du sicher sein. So, da müssen wir hier runter. Och, du Heilige. Oh. Gut. Dann werden wir uns hierher porten. Das ist der nächste Punkt. Ja, gut, soweit waren wir noch nicht mit dem Erkunden, ne? Aber immerhin sind wir aus der Stadt draußen. Ja, das letzte Eck müssen wir halt zu Fuß gehen. Ja, ich werde versuchen durchzurennen. Ich hoffe, dass uns nicht allzu viel Gesindel aufhält. Wir werden es eh gleich sehen. Diese Viecher schauen aus. Gut, so viel dazu, ne? Alter, nein! Jawohl, Glück gehabt. Puh! Da oben ist noch einer. Achso, das ist nur ein Wilder, ne? Jawohl, erwischt. Noch jemand? Schaut nicht so aus. Wo ist denn der jetzt hin? Da. Was, noch mehr? Oh, der ist hin. Edda hat's gemacht. Ich hab's genau gehört. Ich denke mal, das war der. Ja, schaut so aus. Okay. Wir müssen... da lang? Stimmt das? Nö, Quatsch mit Soße. Wir müssen da lang. Dann marschieren wir mal. Da, bam, bam. So, ruck. Boah, da schaut's aus, ne? Da ist ein Wecker. Du gehst mit, weil du gehst mir auf den Wecker. Ah, ja, der war schlecht. So. La, 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 la. Wohin? Darüber. Ich wollte eigentlich den Hügel hier rauf, in der Hoffnung, dass es dann für uns... Ui. Ui. Hopp. So, wenigstens kam ich gut rauf. So, wo sind wir hier? Ist das vielleicht zufälligerweise ein Punkt, wo man sich wieder herporten kann? Naja, zumindest Wasser, ne? Oh, was ist denn das für ein Sumpf? Viel Wasser. Da hat jemand probiert, Wasser abzupumpen. Aha, das dürfte dann eine Quest sein für später, dass wir das Wasser hier wieder hinkriegen. Wow, das ist halt auch eine Geschichte, ne? So, auf jeden Fall mal raus aus dem Wasser hier. Ich werde dann mal so eine Mutantenhundekeule, oder die heißt, werde ich mal futtern müssen. Damit ich ein bisschen was von der Strahlung wieder wegbekomme. Boah. Geh ins Licht! Sonne! 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 Ich weiß noch, wie ich oft bei Skyrim über solche
Berge gehüpft bin und versucht habe, raufzukommen irgendwie. Oh Gott. Ja. Das habe ich sehr gern gemacht. Sehr oft gemacht. Ui. Ui. Puh. So, ne? Eine Bergziege ist übrigens nichts dagegen, ne? Die gehen bei mir alle in zum Unterricht, ne? Halt, ist das was? Yeah, Windparkwartung. Das ist gut. Das ist gut, dass ich nochmal schnell runter bin. Gut. So, hüpf, 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 hüpf. Oh, ruck. Oh, ruck. Na, nicht euch purzeln. Ruck. Ich wollte da rauf. Jetzt bin ich wieder ganz unten. Super. Irgendwie da aufs Gestein. Auf die Steine. Ah. Auf die Steine. Ja, Handy. Ich hab dich auch lieb. Ah. So. Hui. Ah. So. Ruck. Was haben wir denn hier Schönes? Ein umgestürzter LKW. Eine leere Metallkiste. Mhm, da war schon jemand schneller als wir. Da wohnt jemand. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen um. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, da ist jemand. Was haben wir hier? Ja. Was haben wir denn da? Irgendwie ist da alles leer. Kann man da nichts erkunden? Hör auf. Doch, sicher. Wo du hingehörst. Au! Oh. Ups, jetzt habe ich aus Versehen. Ei, das wollte ich gerade nicht. Ups, das wollte ich gerade nicht. Jetzt habe ich die Quest wahrscheinlich verhaut, ne? Ups. Ja, gut, so viel dazu, ne? Scheibe. Naja, haben wir halt schon mal entdeckt. Ups. Wo müssen wir jetzt hin? Verkehrte Richtung. Also weiter daran. Ran. Lang. Was? Da sind die Sünf. Okay. Die sind. Ups. Das wollte ich gerade nicht. Das passiert halt, wenn man was erkunden tut, ne? Dann, ja, passieren solche Dinge. Ganz unabsichtlich. So, wieder runter. Da hinten wird irgendwo der Leuchtturm sein, nehme ich mal stark an. Ruck, da entlang ist besser. Nicht, dass wir noch in den Tod stürzen. Das wäre gar nicht schlau. Ich könnte aber auch mal speichern, ne? So mal nebenbei. Aus Sicherheitsgründen. Außer hängt sich jetzt auf, natürlich, ne? Na, boah, Glück gehabt. Jetzt habe ich schon Angst gehabt. Psst, nicht so laut. Du wächst die Nachbarn auf. Irgendwie bin ich da. Fallensteller! Tschüss! Ah, wir sind da nichts in Schwierigkeiten. Alles gut. Nein, ich will eigentlich den Torus. Nicht erwischt. Du Gradler. Und ey, das ragt. Na! Das kann ich nicht treffen, oder was? Obwohl. Glück gehabt. Glück gehabt. Da ist noch so ein Gradler. Edda. Da hinter dir und so. Das alte Haus am Teich. Nicht erwischen, nicht. Du Krippel. So, geht ja. Entschuldigung.
Revolutionärsschwert. Ja. Ja, nehmen wir das mit, ist eh wurscht. So, wo sind denn jetzt die Gradler? Hallo? Was, da ist noch jemand? Wo? Ah, da. Servus. Wow, da hält was aus. Sag einmal. Geht ja. Den Rest lassen wir. Sie müssen daher fertig mal. Oh, technische Dokumente. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Jo, ich werde mir Mühe geben. Jetzt sagt sie wieder sie zu mir. Wir waren doch schon beim Du. Hinten haben sie auf der Wäsche. Auf der Wäscheleine haben sie Köpfe aufgehängt. Die wissen nicht so recht, wie man das benutzt, ne? Die haben nicht so recht die Ahnung. Schöne Küche. Super. Super eingerichtet. Gibt's nix? Nix zu sagen. Da geht's noch weiter rauf, okay? Ich will gar nicht wissen, wofür sie den Eimer benutzt haben. Ehrlich nicht. Da wird sie einem glatt... Boah. Na. Oh, ein Safe. Nein, nicht kaputt gehen, du Klumpert. Jawohl. Ich nehme gerne alles mit. Noch irgendwas Interessantes da? Mal nicht, ne? Da war noch eine Treppe. Ach ja, je, Mini. Aha, okay. Ah, da ist noch was. Gut, das war's. Wenn ich da runterspringe, bin ich tot? Nein. Jo, da hat's gleich geläutet. So. Nochmal schnell schauen, wo müssen wir lang? Ja, die Richtung stimmt. Gut, dann gehen wir weiter. Nächster Schnellreisepunkt freigeschalten. Jo. Schau, was haben wir denn da? Ein Rehlein. Hallo, hallo! Sag mal, bist du besoffen, du Mistviech? Mit Reißzähnen. Ja, so viel zu Pflanzenfresser, ne? Da drüben ist noch eine, du blöde Kuh. Warte nur. Ich schieß in deinen blöden Arsch. Da. Hast du auch schon mal gesehen? Mit Reißzähnen direkt. Bist du auch von der Gattung? Das muss ich mir jetzt gerade nochmal anschauen. Das war jetzt eine Hirschkuh und was bist dann du? Unberechenbare Red-Hirschkuh. Ach so. Die hat noch eine Mutation mehr. Ach so, also anders mutiert halt. Aha. Und was haben wir da? Bist du auch ein Ort zum Entdecken? Na, du bist nur ein komisches Schild. Okay. Bist du ein wilder Fan? Nö. Der lässt nicht wild einfahren. So. Wie da richtig? Das gibt's nicht, oder? Doch, das schaut richtig aus. Wir kommen in ein Dorf. Ob das gesund ist, wird sich zeigen. Man hört schon wieder Schüsse, ne? Hier gibt kein Schnellreisepunkt. Hier? Ein Dorf mit keinem Schnellreisepunkt. Wo? Das ist halt so, ne? Hä? Ein Dorf ohne Schnellreisepunkt. Toll. Wo geht's da jetzt rauf, bitte? Southwest Harbor. Darf ich hier rauf?
Ja, das könnte was werden. Fallensteller. Hi. Na, ihr Geradler, was seid ihr alle? Ein Kinderbett. Oh. Da ist ja noch so einer mit legendär. Ja, sag mal. Lass dich doch treffen. Edda, bitte. Walte deines Amtes. Jawohl. Des Jägers Metallrüstung, rechtes Bein, reduziert den durch Tiere verursachten Schaden um 15%. Schlagring noch. Oh, das Gewehr vielleicht noch, den Rest lassen wir. Hä? Von wo? Da drüben! Du Gratler! Schau das an. Und die Edda, die dreht schon wieder durch. Hast du ihn jetzt umgehauen? Jo, hat sie. Das nehmen wir alles mit. Ah, ich bin überladen. Das war nicht so krass. Ja, ja. Nimm mir nur meine Erfahrungspunkte weg. Weil ich gehen muss. Hat Edda jetzt freies Schussfeld. Ah, den Krippeldom, den da wische ich. Das ist ja schon mal was. Super, jetzt bleib ich da hängen. Da oben. Jawohl. Edda? Bitte, du musst mir schleppen helfen. Das ist sehr nett von dir. So. Das und das und jenes und dies und das 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 und jenes. Das will ich behalten. Das kannst du haben. Haben. Kannst du haben. Kannst du haben. Ja, die behalte ich mal. Kannst du auch behalten. Dann das. Muss ich mal gerade überlegen, ne? So. Kann sie behalten, die eine Waffe, da war es sie wurscht. Die brauchen wir nicht unbedingt. Ich weiß, dass es die ist, die wir immer mitgenommen haben. Und natürlich Schrott. Den gesamten Schrott kann sie mal behalten. So. Sofern sie den halt noch tragen kann. So, so und so. Wascht! So, wo mischt man? Was? Ja, vergessen kann man den auch schwer. Da drüben? Da drüben, du Gratler. Keine Ahnung, wie ich den treffen soll. Schau. Ich mach's anders. So. Alter, der hält was aus, ha? Huh? Alter. Würdest du sterben? Ha, ist der gerade explodiert? Achso. Ja, sie ist explodiert wegen Edda, ne? Ja, wo sind die anderen? Da brennt's. Da ist Öl, ne? Super! Klasse für die Umwelt. Ist ja schon so hin, alles zusammen. Jo, wir haben ein paar Bierflaschen. Ja. Boah! So. Tschüss. Ja, wer ist denn da jetzt noch? Das
gibt's ja nicht. Da irgendjemand. Rar! Ja, weg mit dir. Ups. Na, würdest du? Geht ja. Angetrieben. Kampfrüstung linkes Bein. Beschleunigt die Regeneration deiner Angriff, genau. Aktionspunkt. Entschuldigung. Wow, falsche Taste. Was? Das war noch ein Ehrenschuss. So. War 189 nur mehr. Das ist nicht viel. Sind wir da jetzt mal fertig? Glaube ich nicht, ne? Da fehlt immer noch der eine Gratler. Da! Nein! Etta! Wo wohnt denn dieser Gratler? Irgendwie darüber, ne? Oder haben wir die jetzt schon fertig? Kann ja nicht sein, oder? Tatsächlich abgeschlossen. Achso, da! Oh, wir müssen ja noch weiter. Entschuldigung. Ups. Wo lang? Da lang? Falsche Richtung. Da lang. Da ist ja der Leuchtturm irgendwo in der Nähe. In der Nähe ist gut gesagt. Irgendwo da drüben halt. Gehen wir durchs Wasser? Gehen wir durchs Wasser, oder? Immerhin muss die Powerrüstung auch mal gewaschen werden. Vielleicht, wenn wir Glück haben, kommen wir da drüben irgendwo rauf. Dann geht das schon. Hü-hüpf, hü-hüpf, hü-hüpf. Ich müsste mal was essen. Sehe ich auch gerade. Boah, die Strahlung geht hier recht flott nach oben, ne? Supermutanten? Oh na. Ist nicht gut, wenn's piepst. Es ist nie gut, wenn's piepst. Irgendwie sehe ich hier noch. Müssen wir noch ein Stück rüber. Ich wollte hier erkunden. Den Punkt zum Herporten. Gibt's sowas hier? Bam! Geht ja. So. Jetzt zum Leuchteturm, ne? Wo bist du? Halt, falsche Taste. Ich hätte mich schon verdrückt. Ja. Nanü. Mehr in die Richtung. So. Ja. Mehr in die Richtung. Großartig. ...30 Jahre später. So, hoffentlich kommen wir aus dem Wasser raus. Na, passt schon. Alles fein. Horuk. Na, komm. Hü-hüpf. Hü-hüpf. Geht ja. Nochmal kurz Kartencheck. Ja, ungefähr passt. Da marschieren wir hier wieder durch, ne? Wäre halt auch schön zu wissen, was das hier für ein Ort ist. Zweck Schnellreise und so. Aber ist wahrscheinlich nichts, ne? Was? Oh, hallo!
Ja, der hat direkt das abbekommen, ne? Ich wollte nur wissen, was das hier ist. Schnellreise und so. Okay, kein Ort für sowas, ne? Also Schnellreise-Dingens. Schade irgendwie. Jo. Was ist denn das bitte für ein grelles Licht? Jo, okay. Ne, schade. Ich habe gehofft gehabt, dass sich hier was auftut, ne? Ein Ortsname wieder oder irgend sowas nur zum Schnellreisen, aber pff, nö. Dann müssen wir schauen, dass wir jetzt so endlich mal zu dem Turm kommen. Zu dem Leuchtturm. Wenn wir dann wieder in Far Harbor sind, Far Harbor, dann muss ich unbedingt schauen, halt das tatsächlich Fäule, ja freilich, zu mitnehmen. Muss ich schauen, dass wir wieder Munition kriegen für diese Schnuckelchen hier. Da-da-da-da. Boah, das ist echt weit zum Hatschen. Ich stecke fest. Alter Schwede, ne? Das ist echt ein schönes Stück. Ja, freilich, willst du denn da raufkommen für die Fäule? Hüpfen und ernten? Okay, die geht dann irgendwie nicht. Laufen wir wieder ein Stückchen. Ich glaube, jetzt sind wir gleich da. Endlich. Ja, das schaut schon nicht so schlecht aus, glaube ich. Das schaut sogar sehr gut aus. Na bitte. Lang hat es gedauert, aber wir haben es trotzdem irgendwie hinbekommen. So. Boom. Bam. Bam. Na, du Gradler. Baum. Yeah, wup, wup, wup. Level up. Erreicht, supi, 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 da freut sich die alte Zocki. Jawohl, hallo, hallo. So geht es aber nicht, du Gradler. Was? Ah, du? Schau mal da. Da ist irgendwo auch so ein Fallensteller-Krüppel. Nein, Alter, ich will kaputt machen. Das ist ja, das ist so gemein, verstehst? Immer steht sie mir im Weg rum. Ich weiß, sie meint es nur gut, aber meine Erfahrungspunkte. Du Gradler. Ja. Kackfallensteller, echt? So, jetzt aber. Nächster erwischt. Wir verarschen. So, ja. Willst du mich verarschen? Was haben wir da? Was? Wer lacht da so geschissen? Hä? Wer lacht hier so geschissen? Hm, niemand. Was? Da oben ist so ein Gradler. Boom. Legendärer Gegner mutiert. Na nü, da. So ja. Was? War da gerade eine Katze? Naja, da ist irgendwo noch jemand, ne? Oh, wo? Aber... immer diese Übertreibungen. Der redet immer mit sich selbst. Ich will da rein.
Alle Gradler bitte Hände hoch. Ah, da ist er. Nichts mehr erwischt. Dann gehen wir mal rauf. Gradler. Ich habe gerade seine Füße gesehen. Ich brauche Licht. Wir sind also dunkel. Und wenn ich das nicht mag, wenn es nicht meine Farbe ist. Hä? Douglas. Yeah. Das war Edda. Danke, Edda. Das hast du wieder mal fein gemacht. Da freut sie sich immer, wenn man sowas sagt. Jo. Was haben wir hier Schönes? So. Also wenn es hier mal regnet oder so, ne? Dann muss es so ungemütlich sein, hier zu schlafen, echt. Überall zieht es rein, aber wahrscheinlich gerade hier regnet es noch nicht rein. Deshalb schlafen die auch hier. Ah, da geht's rauf. Was? Ein Klo in der Küche? Naja, da kann man sich halt während dem Kacken Toast machen oder so, ne? Das ist echt... Naja... Jetzt könnte man wieder frech sein und sagen, sowas kann nur einem Mann einfallen. Was? Oh. Na, ja, schon. Ich habe vergessen zu lesen, weil ich nicht gewusst habe, dass es das Stück von dem Legendären ist. Ich habe einfach zu schnell gedrückt. Ich hatte damit jetzt gerade nicht gerechnet. Putzmittel, Benzinkanister. Ja, das ist zum Nachspülen fürs, beim Zähneputzen, ne? Ja, die machen das so. Eine Laborstation, okay. Da haben wir auch noch was. Und wo ist jetzt das Würstel? Irgendwie ist der Anführer gerade nicht da. Entweder hat ein Edda schon erledigt? Hat sie ihn schon erledigt? Echt wahr? Na, da fehlt der Anführer noch. Der Feigling hat sich mal aus dem Staub gemacht. So, was nehmen wir mit? Hallo, wo ist er denn? Verschwunden. Aufmachen. Da, barabarabarab, babam. Da, taradarab, babam. Ist da noch was? Ja, eine Kamera, die nehmen wir auch gern mit. So. So. Hm. Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel, wo dieser depperte Anführer hin ist. Ich gehe mal runter. Runter mit dir! Irgendwo muss der doch jetzt sein. Was, ein Hammer? Eine Haarklammer. Mein Gott. Hm. Jetzt nur irgendwas mit Hör und Kummer gelesen. Hammer. Ne, verstehst du? So. Tür. Sehr schön. Schön eingerichtetes Part. Wunderbar. Und Klo. Super. Jetzt müssen wir doch eigentlich schon die ganze Hütten da abgelaufen sein, oder? Oh, nehmen wir alles mit. Wenigstens haben die, also häuslich eingerichtet haben sie sich hier mal. Das muss man schon, ihnen schon lassen. Trotzdem, wo ist denn jetzt der Gradler? Das gibt's ja nicht. Ich bin schon überladen. Schlecht. Der Part ist nämlich gleich zu Ende. Ich möchte das fertig kriegen hier.
Edda, ich brauch dich dann mal, meine Hübsche. Du musst mir wieder schleppen helfen, bitte. Es ist wieder alles zu viel. Chinesisches Schwert schon wieder. Offiziersdingens. Ich mach mal so. Ich kann dann meine Waffen später wieder zurückholen. Das ist nicht so das Thema. Das Thema. So. Und ein bisschen Schrott. Boah, die kann echt viel schleppen, die Edda. Bin so froh, dass sie da ist. Ruck. So, irgendwo war hier eine Tür oder so, ne? Ja, okay, sowas wie das hier. Ja, sag einmal, wo ist denn der hin? Ah, zum Leuchtturm hin wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt komme ich über den Zaun nicht drüber, ne, oder was? Wen haben sie denn da aufgehängt? Es ist halt echt. Und es wird schon geballert, ne? Ich lauf da mal rauf. So. So, Staubwedel. Da ist noch was. Alter Schwede. Da haben wir noch was. Dann hier raus. Nochmal hier rauf. Was? Wow. Hallo, Douglas. Hättest du mal lieber Parfüms oder so irgendwas hergestellt? Bam! Oder Cremen oder irgend sowas. Yeah. Also. Inselalmanach. Du hast eine Ausgabe des Inselalmanach gefunden. Du kannst im Kampf. Du hast im Kampf eine 5%ige höhere VATS-Chance gegen Viecher. Super! Nimm mal alles mit. Bravissimo. Darum gibt es auch ein Herd. Ja, der Leuchtturmwärter, also der Opa, ne? Hat sich hier echt schön eingerichtet. Muss man. Na, nicht der Opa, der Ehemann war das hier, Entschuldigung. Oder? Na, hier wohnt. Wer wohnt denn hier? Das wusste man nicht, ne? Wer früher hier gewohnt hat. Scheinbar waren sie immer diese Krüppel. Aber jetzt haben wir sie erledigt. Mit Badewanne hier oben? Naja. Douglas Schlüssel. Aha. Für? Wofür bitte? Gibt's. Boah, langsam. Eine bestimmte Truhe oder so? Schießt da jetzt schon wieder jemand? Naja. Hui, ich würde sagen, wir hauen hier ab. Wah, nein, Schiff. Achso, ein Schiff ist das. Was? Ja, irgendwas haben wir erwischt. Das ist schon mal nicht schlecht. Was erwischt. Oh, das ist ja legendär. Ich glaube, ich tue mal den Knopf da benutzen. Eine Harpune? Aha. So, und bitte wieder runter. Kommt's nachher, ihr Schirchengradler. Ich mache euch schon fertig. Die machen mich fertig, wenn ich so weiter mache. Ich muss mal was essen. Glaubst du, ich sehe deinen blöden Arm nicht, oder was? Du dreckiger Gradler. Ihr blöden Arschgeigen. Oh, ballert wirst, wenn ihr was treffen wird. So. Was? Würdest du die Güte haben, abzukratzen. Danke!
Rückstoß gedämpft, das nehmen wir auch dann mit. Nochmal, ja. Des Giftmischers, Radiumgewehr. Das Ziel ist für 10 Sekunden vergiftet. Boah, das ist aber auch nicht schlecht. Was? Noch jemand? Da unten ist so ein Gratner noch. Was? Du auch? Da fliegen die Fetzen. Ich bin gleich hin. Ja. Schießt er da gerade mit so einem Minigun? Ich glaube jetzt nicht mehr. Na, ich bin überladen. Oh nein, wie geht das denn? Was ist denn das jetzt eigentlich? Harpunenkanone. Warte, ich muss ihr ein paar Sachen geben. Das ist wieder was mit Sternchen oder was, ne? Oder? Oder nicht? Warte, schrottmäßig. Sie kann Zeugs haben, was schwer ist. Also so 2-3 Kilo zum Beispiel. Die Vase kann sie haben. Das von mir aus, das auch, das auch. Wie viel noch? Bisschen brauchen wir noch. Bisschen muss noch weg. Kaputte Lampe von mir, das kann sie haben. Und noch irgendwas. Da müssen wir schnell mal weg. Ja, die Kochplatte. So ist gut. Warte, jetzt muss ich aber noch was aufheben, ne? Das hier. Ich glaube, da habe ich schon wieder zu viel, ne? Ich Idiot. Hilfsmittel. Na, Schrott war's. Entschuldigung. 5, 5, 3, 3, 3. Ja, jetzt passt er wieder. Gut. Wir hauen hier ab. Wir hauen hier ab, weil der Part ist auch zu Ende. Wir geben nur schnell die Quest ab und dann bringe ich das Zeug wieder zurück in unsere Vault. Und wir starten dann wieder hier bei Far Harbor. Würde ich vorschlagen. So. Oder wir könnten auch die Quest beim nächsten Mal abgeben, weil sind ja schon bei 43 Minuten bald. Machen wir so. Dann, dass man nicht, dass sie uns noch zulabert. Machen wir so. So, lade bitte. Zum Abschluss noch den schönen Ladebildschirm. So. Hätte ich uns jetzt sparen können, eigentlich. Ach, ja. Na gut, ich fange mal an mit der Verabschiedung. Also gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!